Hey, wie geht's, wie steht's? Ist die neue Chrome OS Version 102 auch schon auf deinem Chromebook angekommen? Ich zeige dir nun die fünf Dinge, auf die du dich damit freuen kannst. Auf geht's! Das Kalender-Widget wurde von den System-Schnelleinstellungen getrennt, wie du hier sehen kannst. Das ist sehr gut, da kommt man nicht mehr so schnell durcheinander. Auch in dieser Version ist es noch nicht eine Standardoption, die von vornherein optimiert ist. Hier siehst du nochmal, wie ich das entsprechende Chrome-Flag aktiviere, falls du es noch nicht kennst. Ja, hier siehst du die Dateien-App von Chrome OS mit einer ZIP-Datei, die ich mit einem Doppelklick öffne. Und du siehst hier unten links, was Chrome OS da macht. Die ZIP-Datei wird im System eingebunden, sprich gemountet für die Profis. Und du kannst die Inhalte hier alle markieren und zum Beispiel in den Quellort einfügen. Das ist zwar ganz nett, aber nicht perfekt, ein bisschen umständlich. Ich habe hier das Ganze mal wieder rückgängig gemacht und zeige dir hier nun die neue Funktion. Du kannst mit Rechtsklick sofort sagen, alles extrahieren. Wenn du das machst, erstellt Chrome OS nun hier das Verzeichnis, getrennt sogar davon, mit meinen drei Bildern. Funktioniert das nicht super? So muss es sein. Ja, besitzt du ein Chromebook mit einer tollen Intel-CPU ab der 11. und 12. Generation, wird es ab jetzt Warnungen geben, wenn irgendwas mit dem Anschluss über USB-C-Kabel zu deinen Geräten nicht okay ist. So ist das zum Beispiel der Fall, wenn du einen Bildschirm anschließt und irgendwas passt da nicht, zum Beispiel ein starkes 4K-Display, wird nicht stark genug betankt, weil das Kabel nicht okay ist, bekommst du hier eine Meldung. Bei manchen USB-C-Geräten geht es auch gar nicht. Das hatte ich selber mal das Problem bei meinem externen USB-C Asus-Monitor. Ja, bei Chromebooks mit USB 4 und Thunderbolt 3 Anschlüssen kann es auch natürlich sein, dass ein Kabel die Leistung beeinträchtigt. Entweder kommt keine Verbindung zustande oder Thunderbolt 3 wird nicht unterstützt, nur USB. Oder die Datenraten können einbrechen, weil das Kabel einfach nicht gut dafür ist. Und das zeigt Chrome OS dann an und unterstützt dich dabei. Und so kannst du schneller solche Probleme erkennen. Manchmal kommt man nicht darauf, dass ein Kabel wirklich der Grund dafür sein kann. Ja, jetzt fragst du dich bestimmt, wie das denn aussieht. Ich selbst besitze nicht solche Geräte, die das unterstützen. Und hier zeigt ein Original-Googler, wie das aussehen wird in Form von Screenshots. Leider sind die hier auf Englisch, aber genau das, was ich eben in der kleinen Präsentation beschrieben habe, das präsentiert er hier. Entweder gibt es allgemeine Probleme oder Geschwindigkeitseinbrüche von 40 Gigabit pro Sekunde auf 20 Gigabit pro Sekunde, eine Halbierung, was natürlich nicht so toll ist, wenn du zum Beispiel einen Riesenfilm oder deine ganzen Urlaubsfotos auf dein Chromebook übertragen möchtest. Die nächste Funktion, die sich verbessert hat, ist die Bildschirmlupe. Es gibt hier einmal die angedockte Lupe. Die kannst du nun von der Größe her verändern. Oben siehst du die vergrößerte Ansicht, unten die normale Ansicht. Und hier bewege ich nun diese Unterteilung nach oben oder nach unten und dann veränderst du die Aufteilung des Bildschirms. Das ist natürlich viel komfortabler als vorher, wo das Ganze ein bisschen fixer und unkomfortabler war. Gefällt dir das immer noch nicht, dann kannst du das ja deaktivieren natürlich. Und die andere Funktion nehmen, die du vielleicht noch nicht kennst, die Bildschirmlupe als Vollbild. Und hier ist es so, dass du dann die Darstellung auf dem ganzen Bildschirm hast und wenn du in eine der Bildschirmecken gehst, wie hier gesehen, bewegst du dich über die ganze Darstellung. Tolle Sache. Ja, besitzt du ein Chromebook-Tablet oder ein Chromebook mit USI-kompatiblem Display, dann kannst du dich darüber freuen, dass Cursive, die Handschriften-Notiz-App von Google, bereits vorinstalliert wird und sie sofort in deinem Launcher finden kannst. Leider ist die neue Version von Chrome OS noch nicht auf meinem Lenovo Chromebook-Tablet angekommen, so kann ich das dir noch nicht präsentieren. Diese klasse Notizen-App wurde von Google in den letzten Monaten immer weiterentwickelt und verbessert. Ich habe vor kurzer Zeit einen Stift über die verschiedenen USI-Stifte gemacht und in diesem Video dir auch demonstriert, wie man Cursive nutzen kann. Wenn du USI-Stifte noch nicht kennst oder diese App, dann guck doch mal gerne rein. Ja, das soll schon gewesen sein. Kurz und knapp was Neues. Vor 2 Wochen wurde gerade die verspätete Version 101 von Chrome OS freigegeben.
Und nun, kurz darauf, folgte die 102. Zur passenden Zeit sehr gut. Zwischendurch war die Google I.O. 2022 die Entwicklerkonferenz. Auch darüber habe ich zwei Videos gemacht. Wenn du sie noch nicht gesehen hast, schau doch mal rein. Ich verlinke sie unter dem Video. Wenn dir das Video gefallen hat, lass doch bitte einen Daumen nach oben da. Abonnier den Kanal und wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder um Chrome OS und dessen Apps geht. Hab noch einen schönen Tag, mach's gut und ciao.